Guten Morgen, lieber Witter. Möchte denn dein Mai schon? Das sind kollektive Legungen. Zeit ist fließend. Kann nicht auf jeden zutreffen. Über ein Abo, Like und auch Teilen dieses Kanals würde ich mich freuen. Kostet ja nichts, auch wenn du nie wiederkommst. Und dann gucken wir mal jetzt. Starten wir für den Witter, bitte, im Mai. Was passiert da? Aha. Für den Witter. Aha, eine ganze Menge. Ja, drehen wir das mal um. Und dann mal gucken. Das Rad des Schicksals. Du bist frei in der Wahl deines Zeitpunkts. Das heißt, du drehst es selber. Ja, du spiegelst die Welt und die Welt spiegelt dich. Zeiten des Lebens. Das heißt, wenn du das Rad des Schicksals selber drehst, so wie du dich gibst, so kommt das auch zurück. Das Gesetz der Resonanz. Dann werde ich einmal selber. Setz Pioniergeist ein. Ja, du. Das liegt an dir. Tausch dich aus und lass dich beraten an einem Montag. Also, sprech. Sprech drüber. Rede, rede. Wieder. Mit dem Zwilling hin und her. Tausch, such den Austausch. Viel Gespräche. Viel Gespräche. Man weiß irgendwie noch nicht, wo es hingeht. Setz dich ein und folge deiner Energie, also aus dem Bauchgefühl, und du entscheidest selber. Das liegt irgendwie an dir, Witter. Mit dem Fische finde deine Mitte. Gefühle. Und hier haben wir die Acht. Es ist alles im Fluss. Der Kreislauf. Dieses Hin und Her. Diese endlose Spirale. Okay. Dann ziehen wir aus diesem Deck noch eine Karte für den Witter. Im Mai, bitte. Das sind mir eigentlich zu viele. Können wir noch mal bitte? Für den Witter bitte eine Karte. Für den Mai. Dankeschön. Haben wir wieder die Gespräche. Ne? Gespräche aufeinander zugehen. Liebevolle Gespräche. Okay. Dann gucken wir mal. Wir haben hier Sternzeichen gehabt, den Witter, dich selber, den Zwilling und die Fische. Bekommen wir noch ein paar Sternzeichen dazu. Das kann sich wirklich um dein Gegenüber handeln oder um eine Eigenschaft, einen Monat, ein Datum, was auch immer du damit verbindest mit diesen Sternzeichen. Ja, da haben wir wieder den Zwilling. Zweimal, dreimal habe ich den Zwilling hier jetzt liegen. Also Luftenergie, die Jungfrau habe ich hier noch bekommen, den Skorpion und den Steinbock. Und unterm Kartendeck lag der Stier. Okay. Dann darfst du dir jetzt noch mal eine Ja- oder Nein-Frage überlegen? Und dann gucken wir mal, was wir da bekommen, lieber Witter. Wenn ich einen Stopp kriege, schauen wir mal. Für den Witter bitte im Mai. Ein Ja. Okay. So, dann kommen wir zum Buchstabensalat. Für viele ist das auch wichtig geworden. Das können die Initialen deines Gegenübers sein, eine Straße, eine Stadt, was auch immer du damit verbindest. Für den Witter ein paar Buchstaben bitte. Das soll es gewesen sein. Da haben wir ein A wie Anton, ein N wie Nordpol, ein D wie Dora, ein P wie Paula,
Ein E wie Emil und ein J wie Januar. Und am Kartendeck hatten wir noch das R wie Richard. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. Worum geht es denn da bei Witter? Was ist das für eine Geschichte? Aha. Den Hund. Vertrauen, Freunde, Ehrlichkeit. Ein Helfer. Freundschaften. Loyalität. Steht auch für einen Seelenpartner. Für den Widder bitte. Sind mir zu viele. Die beiden. Ja, Klarheit und Sicherheiten. Mit dem Stern zusammen ist es wirklich eine Seelenverbindung. Eine Seelenverbindung. Aber hier geht es auch um zukunftsorientierte Lösungen. Weil unterm Kartendeck hatten wir das Kind, also den Neuanfang. Man findet irgendwie eine neue Lösung. Okay. Für die Zukunft. Das sind so viele. Ich mag dieses Kartendeck nicht. Ich nehme auch gleich ein anderes. Und rebellieren die. Ja. Hier haben wir die Schlange bekommen, den Sarg und den Bären. Also es geht um eine alte Freundschaft, also das weist wirklich auf eine Seelenpartnerschaft hin, auch mit dem Bären und dem Stern. Da ist so der lange komplizierte Weg und die Transformation. Das heißt also diese alte Seelenverbindung. Ne? Da gab es irgendwie einen Cut. Also ein langer, komplizierter Weg. Hier hatten wir auch den Kreislauf, die Wiederholung mit dem Zwilling, das Hin und Her. Unterm Kartendeck haben wir die Gespräche und den Turm. Das heißt, da gab es einen Rückzug. Ein Rückzug gab es da. Man hat auch nicht drüber gesprochen. Ja, aber das soll sich ja jetzt ändern. Wir hatten ja hier ganz viele Gespräche. Da hat man so auf seine Meinung beharrt. Und nun liegt es aber an dir, lieber Witter, ob du da aus deinem Rückzug rauskommst und ja, der Sache irgendwie nochmal eine Chance gibst. Also zum Gespräch. Worum geht's da noch? Weil das ist eine alte Verbindung. Eine alte Verbindung. Ne? Da muss Klarheit rein in in eine Sache. Und man sucht da eine Lösung. Das ging vielleicht auch schon länger so. Das ist eine Freundschaft. Dann haben wir die Dispute, die Diskussionen. Was sind das für Diskussionen und Streitigkeiten? Aha. Und geht es da noch bei Wetter? Wieder Gespräche. Reden, reden, reden. Da bist du. Da bist du, lieber Wetter. Und wir haben hier die Öffentlichkeit. Du schaust in die Öffentlichkeit. Klarheit hatten wir ja hier auch mit dem Stern. Das ist übrigens ja auch eine Wassermannkarte. Du hast in der Öffentlichkeit vielleicht was erfahren. Eine Information. Und deswegen gab es da vielleicht auch ein paar Diskussionen, Streitigkeiten. Wir haben die Familie hier.
Und den Fuchs. Und den Fuchs. Ja. Worum geht es da noch, bitte? Unklarheiten. Da haben wir die Gedanken. Die Unklarheiten. Das Leben. Der Wachstum. Für den Widder, bitte. Ja. Ja. Da hat man sich aus dem Leben zurückgezogen. Da gab es kein Wachstum mehr wegen dieser Unklarheiten. Es ist wirklich so eine Freundschaft, die man auf Eis gelegt hat. Da hat es Streitigkeiten gegeben mal. Ja. Und da hast du dich zurückgenommen. Du wolltest damit nichts mehr zu tun haben. Da haben wir den Reiter. Wo geht der Reiter hin? Der Reiter. Wo geht der Reiter hin? Karma, Schicksal, Belastung, Glaube. An eine positive Wende. An eine positive Wende. Da, Nachrichten. Und die Brücke. Das heißt, lieber Witter, du bist eventuell zu einem Gespräch bereit. Ne? Dann wird dieses Vorangehen mit Nachrichten. Du glaubst auch dran, wenn man darüber spricht, dass es eine positive Entwicklung gibt in dieser Freundschaft, in dieser Seelenpartnerschaft. Ja. Worum geht es da noch bei Witter? Huch, auf dem Fußboden. Das Halten, das Klammern. Der Anker steht ja auch für Glaube. Na, das glaubst du ganz fest, dass sich das wieder einrenkt. Da haben wir das Klee. Das Buch. Das Klee und das Buch. Für den Witter, bitte. Buch. Und die Gefühle. Die Fische. Die Seelenpartnerkarte. Also diese Karten, ne? Das ist so ein ganz fürchterliches Material. Hoffnung. Ja, und eine Entscheidung. Also wir haben unter dem Kartendeck die Entscheidung. Na? Und die Verbindung, die Seelenpartnerkarte und die Hoffnung mit dem Anker zusammen. Ja. Ja. Das, was du da erfahren hast, das war irgendwie im verborgenen Geheimnis. Das war ein Geheimnis. Ich muss mal ein anderes Kartendeck nehmen. Nehmen wir mal das. Wie geht es da noch bei dieser Freundschaft? Weil das war ja deine Entscheidung, sich zurückzuziehen. Da haben wir wieder das Karma-Kreuz, der Glaube. Die Belastung im Leben. Da, dir fehlt diese Freundschaft. Da, der Wachstum, der in Mangel geht.
Dir fehlt was im Leben. Da ist so ein bisschen Disharmonie im Moment. Und jetzt dann noch, ja, die Nachrichten. Da. Man hat auch lange Zeit darüber nicht gesprochen. Heilung, Wachstum, Verwurzelung in der Familie. Auch Harmonie da und das Ende, die Transformation. Für einige Wittergeborenen kann das wirklich sein, dass man einen Angehörigen verliert aufgrund von einer Erkrankung. Einige Wittergeborene können sich da wirklich darauf einstellen. Der Verlust eines geliebten Menschen, eines Freundes, was auch immer. Die Seele, die das Leben verlässt. Aber es wird natürlich nicht auf alle zutreffen. Worum geht es da noch? Was ist die Transformation da? Worum geht es da noch? Schwierigkeiten, die Öffentlichkeit, das Geschenk und das Geheimnis, das Verborgene. Die Familie und die Plötzlichkeit. Was ist das? Der Friede. Was ist der Friede da? Ja, für diejenigen, die da wirklich jemanden verabschieden müssen, das ist so ein Schicksalsschlag, das kommt plötzlich. Ja. Da hat man auch Schwierigkeiten, sich zu öffnen dann. Für andere, die wo es um eine Seelenpartnerschaft geht, um eine Freundschaft, ja, wo man sich zurückgezogen hat, weil es ein paar Diskussionen und Streitigkeiten gab. Das liegt jetzt an dir, lieber Witter, ob du dich da noch mal öffnen möchtest. Du hast dich ja zurückgezogen. Du hast auch im Moment Schwierigkeiten, dich zu öffnen und da ein neues Kapitel zu beginnen. Da die Ernte, Neuanfang, ja. Der plötzliche Neuanfang. Der Wunsch, das Verborgene. Okay. Die Fortbewegung. Du möchtest schon, dass ihr euch wieder vertragt. Das ist hier keine Liebesbeziehung. Das geht mir um eine Freundschaft. Und du bist jetzt am Zug, Witter. Du musst das entscheiden, ob man da die Hand zur Versöhnung reicht. Der Wunsch ist ja da, weil ihr vermisst euch schon, ne? Man ist sich so lange Zeit auch aus dem Weg gegangen. Für einige andere Witter kann das auch sein, die ein Studium beginnen wollen und es da Schwierigkeiten gab wegen der Finanzen oder BAföG oder so. Also das kann jetzt auch losgehen mit dem neuen Semester. Aber wir wollen mal weiter auf diese Freundschaft schauen. Worum geht es bei dieser Freundschaft? Klarheit in der Zukunft. Neuanfang, ja. Das ist der Schlüssel. Ihr müsst sprechen.
Ihr müsst sprechen, damit man diese Schwierigkeiten, diese Missverständnisse aus dem Weg räumen kann. Ja, das kannst du machen, lieber Wetter. Da haben wir die Zweifel, die Diskussionen, die Gefühle, Finanzen, Hoffnung, ein Hin und Her und die Lösung. Ja, man findet eine Lösung. Du bist noch am Zweifeln, am Abwägen. Soll ich nicht? Ja, hier sind auch, hatten wir da oben auch die Ängste. Man traut sich auch nicht. Aber so stehen lassen will man das auch nicht. Worum geht es da noch? Festigkeit. Er ist festgefahren so ein bisschen, ne? Da. Feste Entscheidung, fest entschlossen. Da haben wir wieder den Mond. Und den Fuchs. Ja. Und den Bären. Und den Bären. Das ist auch Neid. Neid. Also irgendwie Neid, Eifersucht, Konkurrenz, der lange komplizierte Weg. Es kann auch sein, dass Eifersucht diese Freundschaft kaputt gemacht hat. Ein paar Geheimnisse, man war nicht ganz ehrlich. Aber wir haben ja wieder diese alte Geschichte. Für diejenigen, die finanzielle Probleme hatten am Arbeitsplatz mit dem Chef und so, ne? Also da findet man auch eine Lösung dann für diesen Arbeitsvertrag. Das wendet sich irgendwie zum Guten. Aber du musst Eigeninitiative zeigen, egal in welche Richtung das geht. Worum geht es dann noch? Ja, da haben wir dein Gegenüber. Wo schaut der rein? Aha. Starkes Misstrauen. Ja, und die Zurückhaltung. Dein Gegenüber. Ihr spiegelt euch da, also der traut sich auch nicht, der hält sich auch lieber zurück. Da sind die Nachrichten, also man spricht nicht drüber, ihr beide nicht. Man hat sich da, ja, das große Glück. Das große Glück, ja. Das große Glück. Weil ihr seid ja Seelenpartner, also keine Frage. Also ihr seid seelisch da, das Geschenk. Und die Freundschaft, also da habe ich es wieder, die Freundschaft. Das geht um eine ganz tolle Freundschaft. Na, ihr seid wirklich so Seelenpartner, so wie Pott und Deckel. Ja, und da gab es einen Vorfall. Also da gab es Diskussionen und Streitigkeiten. Und man hat sich erstmal zurückgezogen. Man sagt nichts, aber eigentlich vermisst ihr euch total. Ja, worum geht es da noch? Dieser Freundschaft. Was ist das für eine Freundschaft? Das Fundament. Also ich sehe ja auch immer wieder, ja, die Familie. Da, Familiengespräche.
Kann auch ein Bruder oder sowas sein. Dieser Seelenpartner. Das wäre auch möglich. Da haben wir wieder den Freund. Einer hat da Bockmist gebaut. Also einer hatte da Geheimnisse und war nicht ganz fair und nicht ganz ehrlich. Und das hat man rausgefunden. Ja, da hat man drüber diskutiert und dann hat man sich erstmal zurückgezogen. Aber man fehlt sich. Also man vermisst sich irgendwie beide. Ihr habt auch noch nicht drüber gesprochen. Aber das große Glück und die Versöhnung. Die Blockaden, die du jetzt hast, lieber Witter, das liegt an dir, ob du das nochmal möchtest. Da, kurzfristig, also ist noch nicht so lange her. Da haben wir das Vermissen. Das Vermissen, ja, und diese alte Geschichte, also mit dem Bär, also diese Seelenpartnerschaft. Ihr seid seelisch miteinander verbunden, egal welcher Mensch das ist, dein Gegenüber. Es kann ein Bruder sein, weil ich ja auch stark den Hinweis auf die Familie habe. Oder ein Cousin, also jemand, der dir sehr nahe steht, ein Sohn. Irgendwie sowas. Da gab es Dispute. Unstimmigkeiten. Da, aber die positive Veränderung. Klarheit. Und das Geheimnis. Das neue Kapitel. Du, also da erfährt man irgendwas. Du bist da unterm Kartendeck. Du, lieber Witter, du erfährst irgendwie ein Geheimnis, was diesen Menschen angeht. Das ist so wie ein Turmschlag. Das haut dich aus den Socken. Du kannst das nicht glauben, was du da erfährst. Aber ja, da gab es dann den Rückzug. Aber du bist bereit, also deine Lösung zu finden, weil das ist ja ein wichtiger Mensch für dich. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Mensch für dich. Wie gesagt, ihr seid seelisch miteinander verbunden. Irgendwas passiert da. Du erfährst irgendwas im Außen und das haut dich aus den Socken. Also es gab vorher schon mal ein paar Diskussionen und Streitigkeiten, Unstimmigkeiten. Da hat man sich zurückgezogen, beide. Man hat nicht drüber geredet, man hat sich vermisst. Und das kann auch sein, dass da jetzt noch mal eine neue Geschichte auf den Tisch kommt, dass du noch mal was erfährst aus dem Außen. Das haut dich dann auch noch mal um. Klarheit. Ja. Ja, lieber Witter, da musst du mal gucken. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall wird da eine Entscheidung getroffen und die ist auch fest. Safe. So was Endgültiges ist das irgendwie. Da kann man machen, was man will. Also das. Da lässt sich nichts mehr dran rütteln an dieser Entscheidung, die man da trifft. Bin ich ja mal gespannt.